Politisierung beim Thema Solidarität brauchen, weil wir die Rolle des Staates beim Einsatz für andere hier eben nicht als so stark erkennen, wie uns die Regierung weismachen will, und weil wir glauben, dass der Pluralismus für unsere Gesellschaft ganz wichtig ist. Aus diesen drei Gründen sollten wir den von der Regierung vorgeschlagenen Antrag nicht annehmen und uns einsetzen für mehr Freiheit und Freiwilligkeit in der Hilfe in Europa. Vielen Dank. Wir haben eben genau das
Und das Bild, das diese Seite hier gezeichnet hat, vom Wegen, naja gut, dann kann man ja auch mal seinem Nachbarn helfen oder der alten Dame über die Straße. Das ist genau das Bild eines kleinen göttlichen Dorfes, das sozusagen nur für sich steht. Wir leben aber in einer EU mit fast 600 Millionen Menschen. Das heißt, hier ist es gerade nicht so, dass es mir ist, dass man hier alles einfach mal so wie im Dorf einfach geschmackvoll, gemütlich organisieren kann. Nein, vielmehr ist es so, wir haben hier Großstädte, wo teilweise die Leute in der gleichen Etage die anderen Menschen nicht einmal mehr kennen. Das heißt, hier brauchen wir den Staat. Wir sagen ja auch, wir können auch nicht die Steuern einfach mal so allgemein beim Bürgermeister abgeben. Auch dafür haben wir eine Verwaltung. Auch dafür haben wir natürlich die Verordnung. Und was haben wir Ihnen gezeigt? Wir haben Ihnen gezeigt, dass faktisch jemand, der heutzutage freiwillige Dienste leisten möchte, daran gehindert wird, weil nämlich die Leistungsgesellschaft sagt, wie, du willst freiwillig was Soziales machen, du möchtest dich selber finden, du möchtest deine intrinsische Motivation herausfinden, aber das ist doch nicht so gut, da verlierst du ein Jahr, dann bist du älter, wirst vielleicht nicht mehr eingestellt, dann denken die Leute, was ist das denn für eine Lusche, oder aber er sucht sich ein schönes, exotisches Ziel, ja, und kann dann sagen, ja, was weiß ich, ich habe jetzt hier, was weiß ich, Brunnen in Tonga gebohrt oder so. Aber wer kann denn das? Das ist auch eine interessante Frage. Das kann eben nicht jeder. Da gibt es nämlich nur das FSJ-Gehalt, das von 400 bis 500 Euro lebt. Der Flug, die Lebenshaltungskosten werden davon gar nicht gedeckt. Das heißt, hier ist faktisch sozusagen so, mit den schönen Perlen am sozialen Himmel können sich wieder nur die rühmen, die das nötige Kleingeld dafür haben. Das heißt, hier ist ganz klar, genau, wie es schon sagtest, wer cool nach Estland will, ist okay. Wer hier aber im Altenheim Obi den Hintern abwischen soll, das ist nicht cool, das will keiner. Und deswegen sagen wir, aber genau diese Menschen brauchen wir und deswegen müssen wir im Zweifel sie dazu zwingen. Denn sie haben einen Vorteil davon. Und das hat Gabor ganz wunderbar klar gemacht. Er hat erklärt, dass eben genau das der Gedanke von Generationengerechtigkeit ist. Nämlich, dass die junge Generation, wenn sie leisten kann, dann sozusagen ihren Beitrag leistet. Und dann, wenn sie es selber braucht, ob zum Beispiel als Frau, wenn man schwanger ist, oder als alter oder kranker Mensch, wenn man Hilfe benötigt, dass man dann von anderen diese Hilfe wieder zurückbekommt. Und das ist genau der Gedanke dieses Antrages. Und er ist auch gerecht, richtig? Wir zwingen sie nach Europa, beziehungsweise wir zwingen sie sozusagen in Europa ihre solidarischen Leistungen zu erfüllen, weil wir sagen, wir können eben nicht einfach sagen, geh mal nach Afghanistan, bohr da Brunnen und lass dich im Zweifel von den Taliban in die Luft sprengen. Das, denken wir, ist ein Zwang, der zu weit geht. Hier muss Freiwilligkeit herrschen, weil hier eine solche Gefährdung des Lebens der Helfer gegeben ist, dass wir sie nicht dazu zwingen können. Aber wir glauben, wir können es jemandem zumuten, zum Beispiel zu sagen, er möchte im Rahmen der Völkerverständigung Kriegsgräber in Frankreich pflegen. Das, denken wir, ist keine Gefährdung seines Lebens und es ist auch keine Gefährdung seiner Zukunft. Und warum ist dies nicht mehr? Genau, weil es alle tun müssen. Das heißt, es gibt nicht mehr den Unterschied, diejenigen, die ausgemustert sind oder ein paar Brüder haben, die Glück gehabt haben und deswegen ja im Lebenslauf vorbereitet sind. Nein, wir sagen alle und damit haben wir faktische Gleichstellung und damit auch daraus rechtfertigen Gerechtigkeit. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem liebe Freiredner, liebe Almut, lieber Jonas, ihr noch nicht auf unserer Seite seid, überlegt euch noch einmal ganz genau, was ist euch wichtiger? Ist es euch wichtiger, der Glaube, dass Zwang grundsätzlich schädlich ist, man nie anwenden sollte und deswegen zum Beispiel auch keine Schulen mehr brauchen? Oder glaubt ihr vielmehr, dass Solidarität ein so großer Wert ist, ich glaube gerade Jonas, du hast das ja schon erkannt, dann sollten wir ihn auch mit Zwang durchsetzen. Deswegen für diesen Antrag gegen diese Opposition vielen Dank. Thank you.